Hi Freunde, auf Donald Trump wurde ein Attentat bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania begangen. Es ist einfach nicht mehr normal, was hier alles passiert und das nachdem Viktor Orban bei ihm zu Besuch war, wegen der Friedensmission, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Nachdem sein Attentat ja auf Robert Fico, den slowakischen Premierminister, gab, gab es nun das nächste auf Donald Trump. Ist Viktor Orban etwa der nächste? Und die Berichte der Mainstream-Medien, egal ob in Deutschland oder Amerika, die darüber berichtet haben, sind wirklich einfach unglaublich. Los geht's. Ja, Freunde, Donald Trump hatte in Pennsylvania eine Wahlkampfveranstaltung und es wurde ein Attentat auf ihn verübt. Einfach unglaublich. Es wird darüber berichtet, dass 8 bis 10 Schüsse gefallen sind. 2 Menschen kamen ums Leben und der Attentäter. Einige sagen, dass der eine Zuschauer den Schuss von Donald Trump abbekommen hat, da es für Trump zum Glück nur ein Streifschuss war. Trump wurde getroffen und hielt sich das Ohr und ging zu Boden. Und seine Leibwächter haben sich gleich schützend auf ihn geworfen. Kurz darauf wollten seine Leibwächter ihn von der Bühne bringen, aber Trump zeigte sich kämpferisch und wollte seinen Fans und das amerikanische Volk noch eine Botschaft mitgeben. Seht hier. Die Faust nach oben gestreckt und er sagt Fight, Fight, Fight. Also kämpft, kämpft, kämpft. Die Menschen sollen nicht aufgeben. Wahnsinn, dass Trump sich das noch traut nach dem Attentat. Aber so ist Trump halt. Und hier seht ihr noch die Kugel, die Trump am Ohr getroffen hat. Das Bild ist von einem Journalisten. Ja, Freunde, nachdem ja auf Robert Fico, den slowakischen Premierminister, ein Attentat ausgeführt wurde, das könnt ihr hier oben übrigens nochmal sehen, falls ihr das nicht gesehen habt, wurde nun das nächste auf Donald Trump ausgeübt. Und das nachdem Viktor Orban ja bei ihm war und beide über den Frieden gesprochen haben und somit über die Beendigung des Ukraine-Kriegs. Meine Vermutung ist, genau darum geht es. Orban war ja bei dem Treffen mit Trump ein wenig angespannt und das ist er ja sonst überhaupt gar nicht. Und wer ist jetzt der Nächste? Viktor Orban? Die drei Männer, Fico, Trump und Orban, stellen sich bei vielen Dingen einfach nur noch quer und machen nicht mehr mit. Also man muss befürchten, dass Viktor Orban der Nächste sein könnte. Herr Orban, passen Sie bitte auf sich auf. Es ist einfach nicht mehr normal, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird. Einige Zuschauer haben sogar live darüber berichtet, dass sie den Secret Service informiert haben, dass jemand mit dem Gewehr auf dem Dach ist und es wurde mehrfach einfach ignoriert. Schon komisch, oder nicht? Eigentlich wird doch dann genau reagiert und nicht ignoriert. Die Journalistin Laura Loomer schrieb auf X, wie gelangt jemand unerkannt mit einem Gewehr in ein Gebäude und gelangt bis auf das Dach. Der Secret Service muss untersucht werden, das riecht nach einem Insiderjob. Der Chef des Geheimdienstes muss zurücktreten. Dies war kein Einzelfall. Man kann nicht einfach mit einem Gewehr zu einer Trump-Kundgebung gehen und auf das Dach klettern. Und genauso ist es. Man kann gar nicht mit einem Gewehr bei einer Veranstaltung rumspazieren und es war noch nicht mal 140 Meter Entfernung. Und das ist doch wirklich komisch, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Lasst ein Abo und ein Like da, damit ich mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen kann. Man wollte hier zielgenau Donald Trump ausschalten. Einige Mächtige wollen ihn weghaben und es ist klar warum. Da Trump den Ukraine-Krieg beenden will. Zum Glück ist Trump nicht so viel passiert und hier seht ihr einige Stunden später nach dem Anschlag, wie er aus dem Flieger kommt. Und schaut mal hier, wie die ARD darüber berichtet.
USA hat es bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Trump in Pennsylvania einen Zwischenfall gegeben. Es ist die Rede von Schüssen gewesen, die gefallen sein sollen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hob eine Faust, während er vom US-Geheimdienst zu einem Fahrzeug eskortiert wurde, wie Videoaufnahmen von der Veranstaltung zeigten. Das Material zeigt Blut an seinem Ohr und Scharfschützen auf einem Dach in der Nähe der Bühne, auf der Trump gestanden hatte. Lauter Knall bei Wahlkampfrede, Trump nach Zwischenfall verletzt. Was ist los? Ein Mordanschlag auf Donald Trump, der einen Streifschuss abbekommen hat und zwei tote Menschen, und das soll ein Zwischenfall nur sein? Wahnsinn, wie damit hier umgegangen wird. Und auch die amerikanische Presse schrieb Unglaubliches. CNN schrieb, Trump ist von der Bühne gefallen und deswegen wurde er von Secret Service von der Bühne getragen. Ach, es ist Wahnsinn wirklich. Und die Washington Post schreibt, es gab laute Geräusche und deshalb wurde Trump dort weggebracht. Und sowas haben auch einige andere geschrieben. Mir wird einfach schlecht bei sowas. Wie kann man so etwas nur schreiben? Donald Trump hätte tot sein können. Aber scheinbar interessiert das einige überhaupt gar nicht. Das erinnert an John F. Kennedy. Was da damals passiert ist, und was viele dann aufgedeckt haben, was aufgedeckt wurde. Und ich hoffe, hier wird es komplett aufgedeckt und es dauert nicht so lange. Das wird der Wahlsieg von Donald Trump. Davon kann man wohl ausgehen, wenn nicht nochmal so etwas passiert. Und es ist egal, wen die Demokraten hier jetzt aufstellen, egal ob Joe Biden, Kamala Harris oder Michelle Obama oder sonst wen, keiner wird es mehr schaffen. Das Einzige, vielleicht tut man irgendwas machen, um die Wahl in der USA auszusetzen. Möglich ist einfach alles. Und das hier schrieb Donald Trump auf Truth Social. Ich möchte dem US-Geheimdienst und allen Strafverfolgungsbehörden für ihre schnelle Reaktion auf die Schießerei danken, die sich gerade in Butler, Pennsylvania ereignet hat. Vor allem möchte ich der Familie des getöteten Rallye-Teilnehmers mein Beileid aussprechen, aber auch der Familie einer anderen Person, die schwer verletzt wurde. Diese Person ist ja jetzt leider gestorben. Es ist unglaublich, dass eine solche Tat in unserem Land geschehen kann. Über den Schützen, der inzwischen tot ist, ist derzeit nichts bekannt. Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel die Haut durchschlug. Es blutete stark und da wurde mir klar, was los ist. Gott segne Amerika. Ja, Freunde, ihr seht hier, dass Donald Trump wieder fit ist. Er lebt noch. Er hat zum Glück nicht so viel abbekommen und ich hoffe, dass der Fall hier schnell aufgedeckt wird und dass diejenigen, die dahinter stecken, wer dahinter steckt, hart bestraft werden. Es kann nicht sein, dass sowas hier passiert. Und ich hoffe, dass es ihnen nie wieder passieren muss. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass Viktor Orban nicht der Nächste ist. Viktor Orban, passen Sie bitte auf sich auf. Ja, Freunde, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache hier seht. Folgt mir noch auf Getter, Telegram und X. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Patrick. Ciao, ciao.